Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. In der letzten Folge haben wir ja hier unsere kleine erste Hilfe gebaut. Jetzt schauen wir aber gerade erstmal, wie es denn hier eigentlich aussieht. Personal. Alle zufrieden. Alle maximal ausgelastet. Quark. Maximal geschult. So. Technisches Problem beim Bumpin-Derby. Aber die Läden haben alle geöffnet. Da können wir gerade mal gucken. Müssen wir denn eventuell öfters... Machen wir mal auf alle 10 Minuten. So. Hier waren wir. Hier machen wir dann noch ein bisschen was grün hin, etc. So, Szenerie. Grün und ein bisschen Licht oder so, ne? Könnte auch nicht schaden. Ich mag ja die Lampen schon sehr gerne. Stellen wir die einfach mal so da rein. So, Natur. Akazie. Wow. Nein, die nicht. Machen wir da Bäume hin. Birke passt nicht so. Glas hier. Da haben wir sowas da, ne? Elefantenbaum. Was ist denn das da? Ist das einer? Eiche. Elefantenbaum 2. Ah, so einer ist das. Ein kleinerer. Okay. Auf der Seite sind wir ja aber eigentlich noch gar nicht. Gelbkiefer. Sehr groß. Der passt hier besser hin. So. Kleine Palme. Palmen haben wir auch, ne? Ja. So. Pappel. Nein. Pappel 2 auch nicht. Fächer, Ahorn, auch eher nicht. Machen wir nochmal sowas dahin. Sag ich auch immer. So einen verdorrten Baum können wir auch nehmen, ne? Macht sich mal so generell auch nicht ganz schlecht. Büsche. Nee, so einen Busch möchte ich da nicht. Waldbusch. Die sind also generell mal auch nicht. So, und dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen... Blümchen? Muss nicht gerade gelb sein. Ein paar Blümchen schaden auch nie. Aber sie passen nicht so wirklich da rein, ne? Dann schon eher so ein Busch noch. Beispiel hier aufs Eck. Da können wir noch einen hinsetzen. Was ist denn das da? Standbusch. Mal da noch einen hin.
sind ja schon mal so generell auch nicht so falsch. Dann hier noch einen größeren. Oder machen wir da noch einen Kaktus hin? Ginge auch. So geht's auch, ja. Hier könnten wir dann noch so einen Elefanten... Wow. Baum unterbringen. Machen wir denn so? Können wir ruhig so einen großen nehmen, ja. So, die finde ich generell auch nicht so falsch. Der schadet auch nicht. Bananenpalme wollte ich. Genau, den hier. So, der passt da ganz gut hin. Ich überlege gerade, machen wir den vielleicht weg. Und da auch nochmal so eine hin. Passt, denke ich, besser, oder? Nee, machen wir doch so. Büsche. Gar nicht immer so einfach, die da zu setzen. Falsche Taste. So, und dann da noch. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Mülleimer brauchen wir noch. Genau. Einmal, zweimal. Dann haben wir da schon mal ein paar. So, doch, gefällt mir ganz gut. Den Bereich müssen wir dann auch noch machen. Aber jetzt machen wir erstmal das Gebäude hier. Western-Stil, ne? Genau. So. Auf dem Stationsraster bauen, bitte. Wand. Szenerie. Nee, da brauchen wir Holzplanke. Planke. Nehmen wir doch die richtigen, dann passt das auch. Ach so, ist egal, warum. Okay. Bögen. Da kommt der. Da natürlich der. Frage ist jetzt, gehen wir da noch einen weiter oder gehen wir gleich? Machen wir so, ne? Können wir eventuell hier noch einen? Das wäre eine Idee. Hier brauchen wir dann natürlich den hier
der Seite ebenfalls. So. Und dann natürlich alles hier rüber. Bis nach unten müssen wir auch noch. Hätten wir theoretisch auch die 2 Meter nehmen können. Es hätte eine gewisse Logik gehabt. Aber muss ja nicht immer alles logisch sein, ne? So. Dann machen wir aber die 2 Meter unten drunter. So. So, und dann der hier. Perfekt. Boah, ich glaube, da können wir noch höher. Machen wir noch die 1 Meter Dinger drauf. Oder können wir auch gleich auf die 2 Meter. Brauchen wir natürlich eine etwas andere Rasterung. Wieso hat denn der schon wieder gedreht? Das erschließt sich mir nicht. Da kommen wir auf das 1 Meter Stück. So. Perfekt. Kleines Stationsgebäude. Muss ich mal schauen, ob wir das hier noch, hoppala, irgendwie erweitern können. Schauen wir mal. Machen wir hier drinnen auch Holzboden, wäre eigentlich eine Möglichkeit, ne? Können wir nämlich einfach den hier reinmachen. Den hier, den da. So. Muss ich nur gerade mal den noch drehen. Und dann können wir den genau so hoch machen, dass er so gerade eben noch rausguckt. So. Müssen wir noch mal schauen. Ich kann es, glaube ich, ein bisschen tiefer noch und dann guckt auch nur noch die Markierung raus, aber der Boden nicht mehr. Nee, geht nicht. Schade. Aber okay, in dem Fall verzichten wir lieber auf die Markierung. Hallo? Ich würde gerne den Boden markieren. Danke. Copy. Die Pfeile sind zwar ganz nett, aber sie sind kein Muss. Weil durch die Tore ja eh schon vorgegeben ist, was wann wo öffnet. So. Das hätte ich nicht gerne. Den hier, genau. Den hätte ich gerne. Mhm.
Den hier. Den ebenfalls. So, Holzboden wäre drin. Schön ist, die Leute schweben da nicht durch, die laufen halt wirklich drüber. So, können wir da noch so Treppen reinmachen? Wenn ich sie finde, bestimmt. Da. Mal gucken. Genau, zwei passen da nicht. Das ist doof. So, machen wir es halt so. Oder wir nehmen die. Ich mach das da in die Mitte. Nee, das ist auch doof. So müsste es ja schon fast. Doch besser den. Wir probieren es mal, wie es aussieht. Geht das so? Wäre fast wie so eine Auffahrt für Rollstuhlfahrer oder so. Behindertengerecht sozusagen, nur dass es halt voll in die Wand läuft. Warum der immer so leicht nach rechts versetzt, muss man auch nicht verstehen, ne? X. Eigentlich ist er ja gerade ausgerichtet. Probieren wir mal, ob das das wird. Oder ob wir dann gleich sagen können, nee, taugt nicht. Also die Pflanze müsste im Zweifelsfall weg. So viel ist schon mal klar. So sähe das dann aus. Nicht so toll, ne?
glaube, machen wir weg. Da überlegen wir uns noch lieber was anderes. So, machen wir noch eine zweite Etage drüber oder ein Dach drauf? Ich versuch's mal mit dem Dach. Dach. Holzschindeldach. 2 Meter Innenecke. Automatisch Stapel. Wenn man das Häkchen setzt, dann funktioniert das auch. So. Verandadach? Nee, Verandadach brauche ich nicht. Außenecke, genau. Das machen wir gerade noch so weit drauf. 1 Meter Schräge, 2 Meter Schräge. So. Eher so. Eher so, ne? Und da dann die entsprechenden Wände rein. Holz. Holzplanke. Danke. Oh, das sieht auch nett aus, ne? So ein Holzgiebel. Ich finde, der hat was. Was sagt ihr dazu? So als Abschluss. Oder sieht das besser aus, wenn wir den wegmachen und dann sowas da rein? Das wäre die andere Alternative. Was meint ihr, sieht besser aus? Hoppa. Schon. Nein. Schon das da, ne? Machen wir es doch mal so. Und dann können wir ja vielleicht noch so Dachabschlussschrägen da irgendwie dran machen. Schauen wir mal. Aber das... Das machen wir dann in der nächsten Folge. Boah, irgendwie sieht's komisch aus, ne? Ich denke, wir überlegen nochmal, was wir damit machen. Vielleicht machen wir auch eher noch so eine Art Türmchen da rein. Schauen wir mal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen in der Challenge mit dabei oder halt übermorgen hier. Im Sandbox-Mode. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.